neuen Spiel Die Paläste von Carrara aus dem Hans und Glück Verlag knüpfen die Spieler in die Rolle von italienischen Fürsten, die während des Spiels prachtvolle Gebäude bauen und mit diesen prachtvollen Gebäuden Siegpunkte bzw. Geld generieren. In seinem Zug hat man immer drei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre es, Bausteine zu kaufen. Das funktioniert über dieses Rad. Die Preise der Bausteine variieren, je nachdem, an welcher Stelle dieses Segment liegt. Die Bausteine sind mehr wert, je heller sie sind. Weißer Marmor ist mehr wert als dunkler Marmor. Mit diesen Bausteinen können die Spieler in einer weiteren Aktion Gebäude bauen. Diese Gebäude liegen auf dem Spielplan aus und werden in den Städten platziert. Dabei ist es abhängig, wo diese Gebäude hin platziert werden, welche Steine man zum Bezahlen einsetzt. Das Gebäude kostet 5 Bausteine und diese Bausteine, wenn ich jetzt zum Beispiel nur weiße Bausteine abgeben würde, dürfte ich es nach Livorno bauen. Da ist es möglich, weiße Bausteine einzusetzen. Ist ein grüner Baustein zum Beispiel zum Bezahlen dabei, dann muss das Gebäude entweder nach Viareggio, Massa oder Lerici, weil nur dort grüne Bausteine erlaubt sind. Mit den gebauten Gebäuden können die Spieler Wertungen auslösen. Und zwar können sie entweder einen Gebäudetyp werten. Ein Gebäudetyp wäre zum Beispiel hier in dem Fall dieser Palazzo. Das sieht man hier unten durch den Text. Und markieren das auf ihrer Spielertafel. Bekommen dann dafür in diesem Fall Geld, und zwar diesen Wert, also der Wert des Gebäudes, mal den Wert der Stadt. In dem Fall wären es 10 Geld von Viareggio und 1 Geld von Lerici. Das Geld bekommt der Spieler und kann damit natürlich weiter arbeiten. Hätte er den Palazzo nach Livorno gebaut, wären es 15 Siegpunkte. Man kann auch eine Stadt werten, wenn die Bedingung der Stadt erfüllt ist. Die Bedingung der Stadt wäre 2 Gebäude bei den ersten 3 Städten und 3 Gebäude bei den letzten 3 Städten. Als Beispiel, ich habe in Lucca 2 Gebäude gebaut und entscheide mich, diese Stadt zu werten. Dann markiere ich das auf dem Plan, dass ich das werten möchte und bekomme dann dementsprechend hier 10 mal 2 20 Siegpunkte und diese 20 Siegpunkte werden natürlich hier auf dieser Leiste vorwärts gegangen. Dabei gilt es schnell zu sein, weil nur ein Spieler jede Stadt werten kann. Also da kann man dem anderen ordentlich Punkte wegnehmen, indem man eine Stadt wertet, bevor der andere Spieler sie werten kann. Zusätzlich gibt es noch recht knapp bemessene Objekte, die auch bei jeder Wertung ausgeschüttet werden. In dem Fall Palazzo, hier würde man bei einer Palazzo-Wertung 2 Kronen bekommen, bei der Stadtwertung Lucca 1 Krone, 1 Wappen. Diese Symbole sammelt man und die sind nachher für die Endabrechnung nochmal Siegpunkte wert. Die Endabrechnung ist hier, es gibt 3 Siegpunkte pro Symbol. Und es werden noch die Städte gewertet, die Werte, die in diesen Städten drin liegen.